Raus aus dem Pollenschlafmütze, wir haben nicht viel Zeit. Wieso, was haben wir denn vor? Ich verstehe immer noch nicht, Flip. Wieso hast du mich so früh geweckt? Das willst du garantiert nicht versäumen. Das? Die Sonne geht auf. Der Himmel ist fast rosa. Oh, wie schön. Und sieh dir das an. Die Blumen recken ihre Köpfchen zur Sonne. Wunderschön, Flip. So als wäre die Sonne ihre Mama. Oi. Pitscheflatsche, Klitscheklatsche. Hä? Rempel und Motz. Was führen die zwei Ganoven denn so früh im Schilde? Mal sehen. Hey, Rempel, guck mal. Lecker. Ist das Honig? Psst, den holen wir uns. Köstlich. Pitsche, patsche, klitsche, klatsche. Aua, mein cooler Bauch. Entschuldigung, guten Morgen. Was fällt dir ein, mich so zu erschrecken? Ich möchte sie nur vor den Wespen warnen. Die wollen ihren Honig klauen. Wespen? Schnickschnack, absolut absurd. Ich sehe keine Wespen. Du sollst mich nicht anlügen. Ich bin der ehrenwerte Richter Bienenwachs. Aber ich lüge nicht. In welchem Ton redest du mit mir? Ich werde dich der Königin melden. Aus welchem Bienenstock bist du? Ich lebe nicht im Bienenstock. Ich bin Maya. Ich lebe hier auf der Klatschmohnwiese. Was? Eine Biene, die allein lebt? Das verstößt gegen die Regeln. Ich werde mit der zuständigen Königin darüber reden müssen. Südliches Nektarfeld los. Kleeblüten los. Vergesst nicht die Butterblumen und die Salbeiblüten. Bevor es dunkel wird, müsst ihr mit der Nektarsuche fertig sein. Hopp, hopp, hopp. Nö, das ist nicht für mich. Gute Güte, Richter Bienenwachs. Ist denn unsere Wiese voller Bienen mit schlechten Manieren? Das kommt in meinen Bericht an den Hohen Rat der Königinnen. Tut mir leid, euer Ehren. Genug geschwätzt. Bringt mich zu eurer Königin. Wer war denn das? Der ist ja kratziger als eine Kratzdistel. Der Oberbewahrer der Bienenstöcke. Er soll für den Hohen Rat der Königin darüber wachen, dass die Regeln in allen Bienenstöcken eingehalten werden. Was ist jetzt? Ich warte. Bitte um Verzeihung, euer Ehren.